Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV. Heute mit einem weiteren Video von mir. Heute packen wir mal etwas Schönes aus. Ich habe schon reingeguckt, was drin ist. Nämlich Münzen aus dem Vatikan und Münzen mit dem Papstthema. Und zwar, die habe ich auf eBay ersteigert zum guten Preis. Und die wollte ich euch natürlich gerne mal zeigen, weil ja auch zwei Sachen drin sind, die ich definitiv gesucht habe und worüber ich mich sehr freue. Also, wollen wir uns das angucken? Dieser schönen Kiste. Toll verpackt auf jeden Fall. Hätte ich selber nicht gedacht, dass das so ankommt. Normalerweise tatsächlich kommen meistens Numisbriefe oder so in solchen Umschlägen an. Ich bin mal gespannt, wir packen das mal aus. Hier können wir schon mal reingucken. Ah, hier sind noch Postkarten drin. Ne? Ja, gucken wir uns das mal an. Oh, das ist schon die erste Münze. Ah, das gucken wir uns später an. Gucken wir erstmal hier. Ah, hier sogar ein. Ah, schön. Eine Papstpostkarte. Gucken wir mal, welcher Papst das ist. Ach, sogar mit. Ist das eine Vatikanbriefmarke? Ja. Von 62. Wow. Cool. Hier noch eine. Och, eine Vatikanbriefmarke. Geil. Das ist schön. Ja, das ist schön. Das müsste, glaube ich, die Sixtinische Kapelle sein, wenn mich das jetzt nicht. Ich war noch nie im Vatikan, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Gucken wir mal hier noch. Ja, hier. Der Petersdom. Schön, auch mit. Ja, geil. Das ist schön. Da freue ich mich drüber. Da kriegt der Verkäufer auf jeden Fall schon mal eine super Bewertung. Das ist wirklich toll. Also, ich mag den Vatikan sehr. Und ich würde gerne mal dorthin. Und nun schauen wir uns mal die Münzen an. Die Numisbriefe. Haben wir den ersten Numisbrief mit Papstbesuch in der Schweiz. Ist hier die. Ja, das Gedenken von 2004. Hier, 2004. Das ist dann leider nicht mehr unser Benedikt. Also noch nicht unser Benedikt. Mit einer 5-Franken-Münze hier aus dem Kongo. Auch schön gemacht. Finde ich auch immer spannend. Das sind ja solche Pseudomünzen, die halt eigentlich nie was damit zu tun haben, mit dem, was stattfindet, sondern halt dafür für Sammler ausgegeben werden. Aber definitiv toll. Eine 5-Franken-Münze. Leider nicht Schweiz, sondern Kongo. Aber wir haben eine Schweizer Sonderbriefmarke hier drauf. Und hier mit den Stempeln. Sehr schön. Das nächste ist. Ist das eine Münze? Ah, gut. Ah, schade. Ah, ich habe gedacht, das ist eine echte Sedevakante. Echte Münze aus dem Vatikan. Ah. Okay, gut, aber trotzdem sehr schön gemacht. Leider ist es keine Vatikanmünze, aber. Ja, hier haben wir jetzt. Es wäre die Sedevakante gewesen. Aber das kann ich verstehen, dass die da nicht drin ist, weil die einen sehr hohen Wert hat. Und ja, ist trotzdem eine 2-Euro-Münze. Versilbert. Scheint versilbert zu sein. Ja. Und die Briefmarke ist auch vom Vatikan, genau, genau. Ja, versilberte 2-Euro-Münze. Vorne mit dem Sedevakante Motiv drauf, wahrscheinlich aus Pappe. Dann gucken wir uns das nächste Mal an. Ja, da handelt es sich definitiv jetzt um echte Vatikan-Münzen. Und zwar augenscheinlich um ein Set, die Heiligen Väter Roms im Jahrhundert des Millenniums. Okay, das. Also des Jahrtausends, also wahrscheinlich des Jahreswechsels zwischen 1900er Jahren und dem jetzigen Jahrtausend. Ja, da haben wir hier so eine ganze Schrift. Hier ist das alles erklärt, das möchte ich euch jetzt nicht vorlesen. Wir wollen uns natürlich die Münzen angucken. Da haben wir hier. Johannes Paul.
den zweiten auf einer Münze. Hier auch. Hier auch. Hier auch, genau. Hier haben wir zwei Bimetall-Münzen. Einmal die 1000 Lira, die 500 Lira, die 200 Lira, die 100 Lira-Münze vom Vatikan. Und auf der Rückseite haben wir hier das Wappen des Vatikans abgebildet. Ja, sehr schön. Hier steht auch nochmal Johannes Paul den Zweiten drauf, nochmal auf der Rückseite beim Wappen, wie man hier sieht. Hier haben wir auch nochmal die numismatischen Daten zu den Münzen, also zu den jeweiligen Münzen, also jetzt hier zum Beispiel zu dem 100-Lira-Stück. Da haben wir eine Kupfer-Nickel-Münze, der Rest ist Messing, beziehungsweise die beiden sind ja Bimetall-Münzen, also von daher kann das, glaube ich, nicht reines Messing sein. Ja, und insgesamt gibt es davon 300 Sätze, also von diesem hier. Von diesem wurden 3000 Sätze ausgegeben, nicht 300. Ja, sehr schön. Und dann haben wir hier, das war, glaube ich, bei der einen Sache bloß ein Beifang, eine Münze aus Uganda, nämlich von 2002 ist hier zu Stockholm. Ah, die ist vorne vergoldet, okay. Die ist vorne vergoldet und hinten halt silbern. Ich lasse euch das mal wissen, ob die Münze aus echtem Silber ist oder ob es sich hierbei auch um eine neue Silbermünze handelt. Genau, die Olympischen Spiele in Stockholm wird hier gedacht, also 100 Jahre Gedenken mit einer Briefmarke aus Schweden. Ja, ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV.